Natürlich sind es wieder mehr Fichten wie Eichen, also das, was ich gerade eigentlich gar nicht so brauche. Ich will nicht zu weit rum, weil das kann sich ruhig hier treffen. Ich denke mal, das passt soweit eigentlich schon. Leider haben wir jetzt noch nicht allzu viel Holz. Aber wir nehmen die Saplings mit, weil wir das an anderer Stelle natürlich alles neu pflanzen, weil wir sind ja umweltbewusst. So. Dich nehme ich jetzt trotzdem noch mit, weil ich einfach noch Holz brauche. Ja, ist ja gut, Lama. Der Händler hat einfach seine Lamas hier abgestellt und ist nie wiedergekommen. Oder vielleicht ist er auch gestorben, keine Ahnung. Und die Lamas leben jetzt bei uns. Füttern tue ich euch aber nicht, das könnt ihr gleich vergessen, ne? Ja, ne? Kannst du meckern, so viel du willst. So, hier ist, glaube ich, eine gute Stelle, um dann gleich frische zu setzen. Nein, den lassen wir stehen, das ist so ein großer. Da sind ja noch einige Eichen. Kann man hier ruhig noch ein bisschen bewalden, das macht gar nichts. So. Und den hier nehmen wir noch mit. Axt ist eh gleich kaputt. Und wir haben ja jetzt auch schon brav nachgepflanzt. Also alles cool. Noch mehr Saplings, die nehmen wir alle schön mit. Das Sticky ist jetzt übrigens droppen, finde ich auch ganz cool, um ehrlich zu sein. Spart einem auf lange Sicht ein bisschen was. Ich meine, klar, was kosten jetzt Stickies, aber trotzdem. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sage ich immer. So, dann gucken wir mal, ob wir hier wieder hochkommen. Ja, ich habe es auch gerade gesehen, dann werde man direkt nochmal ins Bett liegen gleich. Ja, und meine Brücke hier muss ich dann auch mal weiter bauen, noch mit Stützpfeilern und so. Kommst du jetzt bald ins Bett? Ja, bin schon stoppvoll. Ich weiß, ihr denkt, es ist unprofessionell, wenn ich ab und zu einfach mal kurz aufhöre und weggucke, aber ich sage nicht, dass das unprofessionell ist, ich sage, das ist echt. Man muss einfach alles nur aus dem richtigen Standpunkt sehen, dann ist auch alles nur halb so wild. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Vorrat. Wegen irgendwas Speziellem bin ich doch noch hier runtergekommen, ich weiß ja nicht mehr was. Ich habe keine Ahnung mehr. Das heißt, wir werden gleich nochmal runterlaufen müssen. Ich kenne mich doch. Ich komme. Ich werde gerade gerufen. Ich bin unterwegs. Okay, wieder zurück. Was gibt's?
Hier kommst du hoch, hier. Sitzt der Fuß auch nicht. Ja, den lässt du stehen. Wen? Diesen Fluss. Ja, wieso sollte ich ihn wegmachen? Hier. Ich will es nur wissen. Nee, also der ist okay, kann ich durchlassen, stört mich nicht. Sie baut da unten voll ab und also geht hier voll ab und ich habe noch nicht mal mein Haus fertig. Das ist so typisch Minecraft. Das läuft immer so, wenn wir Minecraft zusammen gespielt haben. Nur bis jetzt haben wir das zusammen. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Glas, deswegen bin ich auch nochmal runtergelaufen. Deswegen haben wir auch noch nie zusammen Minecraft aufgenommen, weil das immer nur aufgezeigt hat, wie lahm ich eigentlich in Wirklichkeit bin. Aber ja, ne? Sei es wie es will. Hier ist Glas, packen wir gleich mal noch ein bisschen was in die Öfen, weil Glas braucht man immer mal. Nein, so rum. Und so rum. Ja, wie gesagt, das zeigt eigentlich immer nur, wie lahm ich in Minecraft bin und wie sie abgeht, aber irgendwie stört es mich eigentlich auch nicht. So, weil das hier kommt nochmal raus. Wenn man hier am Herd steht, soll man natürlich die schöne Aussicht auch ein bisschen genießen können, ne? Ja, ihr merkt, ich bin jemand, der sehr gerne mit Glas baut. Ist nicht jedem sein Geschmack, ich weiß. Aber mir gefällt's. Weil wenn man schon so auf dem Berg baut, soll man doch auch diese schöne Aussicht genießen können. Also spricht meines Erachtens nach auch nichts dagegen. So, jetzt haben wir natürlich schon kein Glas mehr. Aber in weiser Voraussicht müssten ja schon 5 Stück fertig sein. 9. Und nochmal 9. Wir packen direkt mal noch mehr Sand da rein. Weil Sand braucht eh kein Mensch im Gegensatz zu Glas. So, die Öfen arbeiten. Hast du noch Schwarzeiche? Also als ganze Stämme? Ich Kuben. Können wir in der Zwischenzeit mal gucken, was sie drüben schon so alles wieder Neues gebaut hat, was wir noch gar nicht kennen. Ich
Ich habe gehört, sie hat sich hier ein Stück von meinem Wasserfall gediebert. Das können wir uns jetzt auch gleich mal anschauen. Hier, da geht's runter. Ey, dieser hässliche Erdklotz hier, der muss aber noch weg. Der gefällt mir gar nicht. Und das Ganze mündet hier in einen kleinen schicken See. Wo hier an diese, ich glaube, eine Schmiede... Jesus Gott, was ich hier alles verpasse. Ich komme mir gerade vor, als ob ich auf einen neuen Server gejoint wäre. Da könnt ihr noch was lernen, Kinders. Ja, da hat sie hier eine richtig schöne Schmiede gebaut mit Bett und Truhe und hier geht's rüber. Wasser, Öfen, Lava. Volles Programm, die Öfen sind zwar noch nicht mit Kohle bestückt, aber das macht sie sicherlich auch noch. Überall Öfen, weil wenn man schon Öfen baut, müssen die natürlich auch mit Kohle bestückt sein. Aber an eine Schmiede ein Holzschwert zu machen, ist jetzt nicht unbedingt der Hit, gell? Ich habe es jetzt mal durch mein eh fast kaputtes Eisenschwert ausgetauscht. Bin jetzt mal nicht so. Oh, und hier geht der See sogar noch weiter. Ey, das hat sie richtig schön gemacht. Zaubereischmiede, so wie es hier aussieht. Alles so verwinkelt. Ein Plumpsklo. Sehr nice. Gefällt mir, gefällt mir. Hier geht's weiter. Eine Bücherei mit Tisch. Aha, hier ist noch ein Bett und noch mehr Bücher. Ja, also das hat sie wirklich echt schön gemacht. Wenn ihr das auch findet, sagt es mir gerne mal in den Kommentaren oder ihr besser gesagt. Da hat sie sich echt Mühe gegeben, auch so Details wie das Schwimmnetz hier und alles. Gefällt mir echt. Und die Farm, die kennen wir ja schon. Hier hat sie auch noch ein bisschen was gemacht. Schön mit Bäumen und so an der Tierfarm. Ja, ja, da hat sie sich nicht lumpen lassen. Schönes Freilandgehege für die Tiere. Auch wieder diese Details hier mit den, na, Ranken und so. Hier ein bisschen als Vorhänge genutzt. Ist echt schick geworden, muss man schon sagen. Also was Minecraft angeht, da hat sie schon ein Händchen. Hier mal sehen, hat sich hier im Keller irgendwas verändert? Nein, da ist noch alles beim Alten. Dafür ist sie zu faul, ruft sie gerade von hinten, falls ihr es nicht gehört habt. So, haben wir hier irgendwo Schwarzeiche. Eine Schwarzeichenholztür hätte man. Das hilft mir allerdings nicht. Nope. Mhm, nein, auch nur verarbeitetes Schwarzeichenholz. Das ist alles nicht nett. Fichte, Fichtenholz, Tropenholzbretter, keine Schwarzeiche. Gar nichts. Ich sehe in deinen vier Kisten hier nichts. Hast du noch mehr Kisten? Vier Schleier, das hätte ich noch. Naja, was sind das? 6, 21, hm. Ist leicht nicht, ist leicht nicht. Hast du Saplings für Schwarzeiche? Im Laden? Keine Ahnung. Keine Ahnung, sie weiß es einfach nicht. So, was haben wir hier? Birke, Eiche, Schwarzeiche. Ich bezahle später, ich habe kein Geld dabei. Hier, so läuft es auch nicht. Ich bring dir gleich dein Eisen. Es sind 21 Stück. Schick mir eine Rechnung. Ich habe jetzt 21 Stück, das reicht erstmal. So, und hier mein komisches Plateau da oben. Und dann, weißt, sieht man das hier, das ist, ja. Ich muss mir da ein bisschen mehr Mühe geben. Und es wird halt einfach schon wieder dunkel. Und wir haben nichts geschafft, außer ein paar Saplings zu holen und unser Eisenschwert durch ein Holzschwert auszutauschen. Also läuft echt hart bei uns. Geh mal ins Bett. Ich bin schon lang. Hm. Für euch wäre es wahrscheinlich spannender, wenn sie das Let's Play machen wird und nicht ich. Weil ihr da einfach viel mehr zu sehen habt. Ja,
so ist es halt im Leben, ne? Ich hatte doch irgendwo mal Knochenmehl. Knochenmehl da. So schnell züchtet man eine Schwarzeiche. Sind halt auch immer so riesen Bäume, die ich eigentlich gar nicht mag, aber ich finde das Schwarzeichenholz sieht einfach geil aus auf dem Texture. Was hast du gegen große Bäume? Sie sind scheiße zu fällen. Ja, so zur Deko sind sie nice, aber zum Fällen sind sie halt einfach nervig. Bei Schwarzeichen ist das eigentlich ganz simpel. Warte, ich komme mal. Ja, bei Schwarzeiche geht's, die haben nur die Mittelstämme, aber wenn die Eiche, die normale Eiche so extrem wuchert, ist es nervig. Ich glaube, das war's schon. Ne, da ist noch was.